Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. In diesem Video wollen wir darüber sprechen, über unser Shooting, das wir gemacht haben mit einer Person. Wir haben das Shooting zusammen gemacht mit dem Ziel, dass wir voneinander mehr lernen können, dass wir uns verbessern können, und da wollen wir nachher in eine Bildbesprechung noch reingehen und jeweils ein paar Aufnahmen zeigen und uns darüber zu diskutieren, was für uns gut gelungen ist, was wir das nächste Mal ein bisschen besser machen sollten. Aber was wir zuerst in der Vorbereitung ein bisschen gemacht haben, kannst du gerne noch kurz darauf eingehen. Mhm. Ja, wir haben uns zu Beginn Gedanken gemacht, wie wir das Shooting angehen, wo wir das Shooting durchführen möchten. Wir haben einen Ort bestimmt, wir haben uns Gedanken zu der Lichtstimmung gemacht, wie der Bildaufbau generell ist, und wir haben uns beide entschieden, Gegenlichtaufnahmen zu machen und somit auch gewusst, dass wir einen Blitz brauchen, der HSS-fähig ist, dass wir gegen die Sonne blitzen können, und wir haben dort von dir ein Elinchrom ELB 500 zur Verfügung gestellt bekommen und mit diesem praktisch alle Bilder gemacht. Zusätzlich dazu haben wir unser normales Equipment dabei gehabt, und zusätzlich noch die DJI Mavic Air habe ich noch dabei und vereinzelte Aufnahmen gemacht, das seht ihr auch eingeblendet ab und zu. Und ja, das Weitere werden wir jetzt nun bei den Bildern, jeweils zwei Bilder haben wir jetzt herausgesucht, ja, vom Shooting, und werden dazu verschiedene Informationen geben oder auch Fragen stellen, was für Gedanken ihr uns gemacht habt und so weiter. Das sollte eigentlich der nächste Teil sein. Super, ja. Also wir können gleich mit dem ersten Bild starten. Das ist ein Bild von mir. Das habe ich mit der D850 gemacht, die konnte ich ausleihen, und mit dem 58mm 1.4er Objektiv habe dieses Bild mit einer Blende von 1.8 gemacht, ISO 100 und einer Tausendstel Sekunde. Ja, das war das Bild, das gerade am Waldrand geschossen wurde. Wir hatten da, es war ein wenig schattig, also es war nicht komplett, die Sonne war nicht komplett da. Sprich, der Schatten von der Brille, der kommt vom Blitz. Da hatte ich einen kleinen Reflektor drauf, keine Softbox in diesem Moment, weil ich ein bisschen ein harteres Licht wollte. Ja, das fand ich persönlich spannend, mit dem Zusammenspiel, mit der Unschärfe von diesem Ast oder von diesen zwei, drei Ästen hier vorne. Das fand ich spannend, und die Aufnahme ist auch gewissermaßen für mich ein Glückstreffer, weil es mir sehr gefällt. Das ist nicht für mich zugestellt. Das finde ich immer schwierig, gerade die Anweisungen für das Model, was sagst du, wie soll der Gesichtsausdruck sein, finde ich nicht ganz so einfach. Und da, es ist mehr eine Momentaufnahme als solches, ja, und es lenkt für mich nicht ab, oder ich habe nicht das Gefühl, dass er unnatürlich auf dem Bild drauf ist. Und aus Sicht Schwarz-Weiß gefällt mir persönlich sehr. Finde ich auch, lenkt weniger dann von Farben im Hintergrund oder so ab. Genau, das waren so die Gedanken, ein bisschen die Ideen von dem Bild, oder wieso auch schwarz-weiß. Ja, genau. Ich finde grundsätzlich den Bildaufbau sehr gut. Auch, dass links der Baum so eingeblendet ist und scharf im Bild ist, auch mit der Kletterpflanze dazu am Baum. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich hätte jetzt das Bild noch ein wenig weiter nach rechts geschnitten. Das heißt, im Blickrichtung noch ein bisschen mehr freigelassen und den Baum vielleicht noch ein bisschen gekürzt. Mhm. Oder dann noch ein wenig mehr auf das Bild genommen. Also vielleicht noch den Ellbogen unten bei dem Arm noch ein bisschen mehr. Einfach, dass du nach rechts ein bisschen mehr Raum bekommst. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob dort dann schon wieder der nächste Baum kam. Es kann auch sein, dass rechts oben dann der nächste Baum stand. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz. Aber ansonsten, ich finde es super, ja. Schwarz-Weiß kommt sehr gut. Mhm. Auch mit dem Wind. Hatte dort auch hin und wieder so einen Wind. Ja, genau. Eine Böe. Ja, das fand ich ein bisschen schwierig, cool, den Bildaufbau so zu erwischen, dass das Gesamtbild wirkt. Mhm. Gerade links mit dem Baum finde ich, ja, da könnte gut ein bisschen etwas weg, weil die Aufmerksamkeit auch ein wenig hier auf der linken Seite auf dem Bild ist, dort wo das, ist das Efeu, oder? Auf der linken Seite. So eine Kletterpflanze. Die Kletterpflanze, genau. Ja. Da zieht der Blick schon ein wenig mehr hin. Aber ja,
da könnte man gut zuschneiden und da müsste man schon rechts mehr haben. Hm. Kann ich halt, mit dir übereinstimmen. Es ist fast ein Viertel, oder? Des Bildes, das links der Baum einnimmt. Ja. Und wenn du noch rechts da nicht viel hast, wo er hinblickt, dann fragst du dich immer, oder ist das nicht so spannend, dass du mehr Baum drauf hast? Oder das ist so die Spannung. Also ich würde es einfach so machen, aber das ist vielleicht auch, weil ich es schon immer so gemacht habe. Mhm. Auf das schaue ich einfach. Ja. Aber ansonsten ist es super. Also ich finde es wirklich gut. Ja, dann gehen wir doch zum nächsten Bild, oder? Von dir. Genau. Das ist ein Bild von mir. Das war, habe ich mit dem Tamron 70-200 aufgenommen, dem 2.8er durchgängig, hier auf Blende 4, weil ich finde, die Schärfe ist dann noch ein bisschen mehr in dem Sinn, dass sie tiefer ist, also eine größere Schärfe-Tiefe. Und vor allem, wenn die Person dann so längs sitzt mit den Füßen nach vorne, dann wäre bei der 2.8er Blende der Fuß so verschwommen, dass du den nicht mehr als Fuß wahrnimmst. Mhm. Und das finde ich schade. Und darum habe ich hier auf die Blende 4... Dann die Blende 4 eingestellt. Ne? Genau. Ja. Und das Gras kommt doch sehr gut zur Geltung, weil ich lag in der Wiese auf dem Bauch, hatte die Kamera in der Wiese und so nach oben fotografiert. Weil wenn man nur 5 cm weggeht von der Wiese oder in die Höhe geht, oberhalb des Grases, dann siehst du das nicht mehr so. Dann wirkt das nie mehr so. Und da musst du wirklich tief gehen. Und somit hatte ich auch hinten dann den Wald ein bisschen mit dem See. Ja, also ist der Obersee. In der Mitte. Genau, das etwas dunklere. Ja. Und oben, ganz oben, ist dann, das sind die Schweizer Berge mit dem Schnee. Das ist so. Und das wollte ich auch auf diesem Bild zeigen mit dem Hintergrund, weil sonst, wenn du das jetzt normal belichtet hättest, ohne mit dem HSS-Blitz, dann wäre es einfach weiß hinten. Dann hättest du die Wiese zwar grün, aber alles andere wäre weiß überbelichtet. Ja, ja. Und das finde ich so, das ist so knallig und gleichzeitig hast du so viel Informationen. Also das finde ich sehr, sehr schön und gefällt mir sehr. Ja, ich muss sagen, die Sonne kam von hinten eigentlich, oder? Und war volle Sonne, es war nicht bewölkt oder so. Und da braucht man wirklich die Leistung. Auch die Verschlusszeit, ein 800stel, wirklich volle Power. Ich finde es sehr spannend, gerade weil die Schärfe wirklich voll auf der Person ist. Also es gibt nichts anderes Störendes im Bild, was ablenkt. Spannend fand ich... Also das Gras, oder? Links und rechts, das ist auch scharf. Ja, wobei ich finde, das stört nicht. Weil es ist so ein kleiner Bereich auf dem Bild und das passt. Ja. Man weiß, es ist Gras, man kennt. Das Einzige, was noch neben der Person scharf ist. Ach so, das schon. Ja, das auf jeden Fall. Da siehst du halt, wie viel das scharf ist, oder? Das ist nicht sehr viel. Extrem aber darum ist es für mich, war es der Grund, dass ich von 2.8 auf Blende 4 abbelichtet habe. Ja. An sich sonst, muss ich sagen, finde ich das Framing sehr, sehr gut gemacht. Jetzt auch mit dem Gras ist wirklich kein Drittel, sehr ansprechend. Ich habe mich auch zuerst gefragt, braucht es oben noch so viel Platz oder stört es fast, dass oben noch so viel leer kommt? Halt auch, weil es ein bisschen heller ist und tendenziell helle Bereiche im Bild eher mal den Blick anziehen. Aber irgendwie stört es mich nicht, weil das Gesamte ist rundherum etwa mit einem plus minus selben Abstand. Also nicht ganz selben Abstand, aber es hat gut Platz herum. Ja, also es stört mich jetzt in dem Sinn nicht. Was ich fast ein bisschen schade finde, war wahrscheinlich ein bisschen die Arbeiten, dass die Harztöne haben halt einen bestimmten Look, wie ein bisschen einen Farbton. Die Harz gefällt mir nicht ganz von der Farbe. Mhm. Ich finde, die dürfte jetzt da sein, das ist ein bisschen zu rot oder orange. Ich finde, es dürfte ein wenig, nur die Hauttöne. Der Rest vom Stil gefällt mir super, auch die Jacke, den Hintergrund, die Wiese. Aber es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Natürlich. Ja. Also eben, das hast du vielleicht eben einen gewissen Stil, den du eher dann anschreibst. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Genau. Aber sonst finde ich es sehr, sehr stimmig an sich. Mit der Wiese vorne unscharf finde ich eine super Idee als solches. Mhm. Genau. Gut. Ja? Hast du da noch was? Nein. Gut, dann gehen wir wieder soweit. Zum nächsten, ist auch eines wieder von mir. Ist auch bei diesem Baum entstanden. Ich war vorher zuerst da auf der Wiese, aber da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr weiterkam und nicht sehr viele Ideen hatte.
Und dann habe ich dir in dem Sinne nicht die Kamera übergeben und du hast dann übernommen und fotografiert und dann kamen langsam die Ideen. Ich hatte ein bisschen Mühe, um reinzukommen und das war dann ein Bild, das erst gegen den Schluss entstanden ist. Gefällt mir persönlich sehr gut, halt auch ein bisschen Wald hinten hat das, für mich hat das mehr Tiefe ein bisschen so, auch mit Unschärfe von einem Schaf. Ja, vom Posing gefällt es mir eigentlich recht gut, weil es gerade ein bisschen in der Steigung war, wo es auch leicht war, ihn ein bisschen lockerer hinzustellen. Ja, das finde ich immer schwierig, das Posing. Was gibst du für Anweisungen? Was sieht gut aus, was nicht? Ist da auch ein bisschen eine Übungssache, eine Sache von Erfahrung? Und da habe ich das Gefühl, da trifft die Persönlichkeit von ihm, was er so ausstrahlt mit seinem Stil und dem Posing für mich persönlich überein. Ist mein Gefühl jetzt. Genau. Ansonsten, ja, auf der linken Seite den hellen Spot hier, den könnte man auch abdunkeln, finde ich jetzt. Und den Baum unten rechts stört auch. Aber da habe ich so gefunden, ja, vom Bildausschnitt, ich hätte fast eine andere Position, also einen anderen Standard wählen müssen. Aber irgendwie gefällt es mir doch so vom Gesamtlook, aber der dürfte schon weg sein. Das stört mich fast ein bisschen. Ja. Ja, die Schärfe ist halt auch auf dem Busch. Genau. Wenn der unschärfer wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht so störend. Mhm. Oder, und der berührt das Schienbein vom Model. Ja, genau. Und ja, das ja, ist vielleicht ja, auch noch ein Punkt, das so ein bisschen störend sein kann, aber ja, es war im Wald. Man darf auch sehen, dass es Wald war. Also ja. Es kommt immer auf das Bild drauf an, finde ich, und der Fokus ist ja wirklich auf der Person oben. Der Fuß, der rechte, ist auch sehr hell, finde ich. Ja, ja. Aber das ist halt gegeben, da müsste man abschatten, oder? Mhm. Und beides wird dann schwierig, oder? Zu zweit. Ja. Ja, das war das Schwierige, weil, also das war wirklich Sonnenlicht noch, sagt das, was man hinter dem Bild sieht, waren eigentlich gut zwei Baumreihen weiter im Wald, also vom Waldrand aus gesehen. Und da hat man wirklich so diese kleinen hellen Spots sind eigentlich wirklich von der Sonne, die durch die Blätter dann so durchschimmern. Aber auch mit dem Blitz vorne aufgehellt, auch mit dem kleinen Reflektor. Das ist so eine Silhouette. Ja. Genau, ja, genau. Aber finde ich an sich hat mir die Beleuchtung eigentlich dort sehr gefallen mit der Sonne, weil es ein bisschen eine Unregelmäßigkeit reingibt und es ist nicht so clean, es ist nicht alles so perfekt belichtet, aber das stört mich nicht, weil es hinten ein bisschen eine Spannung gibt. Aber ist natürlich schwierig, genau bei dem Schuh oder auf der linken Seite, finde ich schade, das dürfte wirklich dunkler dann sein. Ja, genau. Aber muss ich auch sagen, dass mir auch eine kleine Misere passiert, dass ich zuerst auf RAW umgestellt habe vor dem Shooting, wenn ich die Kamera ausgeleitet habe. Und dann habe ich sie nochmals zurückgesetzt und vor lauter Gedanken dann wieder vergessen habe, von JPEG ins RAW zu wechseln. Und dadurch konnte ich auch weniger rauskorrigieren. Ja, da fehlt dir dann das gewisse. Genau, die Bildinformationen. Ja, ja. Das stimmt. Genau. Ja. Aber das für das nächste Mal ist auch, kleine Sachen können immer passieren. Und daraus soll man ja auch etwas lernen. Ich denke, das nächste Mal wird definitiv das RAW eingestellt sein. Ja, so genau. Auch. Ja, deine nächste Aufnahme. Ja, das ist mein zweites Bild. Das habe ich mit meinem 35mm, mit dem Sigma Art 1.4 gemacht, was ich sehr schätze, das ist ein sehr cooles Objektiv. Vor allem bei dieser Aufnahme, weil er seitlich steht, dass man wirklich der rechte Arm, der ist total in der Unschärfe. Das voll bei 1.4, voll die Offenblende. Und dann, ich finde es genial, weil es so wenig Schärfe im Bild hat und auch mit der Jacke auf der rechten Seite. Das gefällt mir sehr gut. Da war ich jedoch voll am Anschlag mit der Belichtungszeit, oder bei 4000, mehr geht nicht bei der D750, aber in den meisten Fällen reicht das aus, das ist okay. Ja, da hast du hinten noch gute Bildinformationen, also ist nicht, ja, ist ja, nichts das ausgebrannt, also ja, rechts ein kleiner Spot, aber da war auch die Sonne mehr, außer ja, die Sonne und die Berge. Das sind dann schon die Berge, die sowieso weiß sind. Ja, okay. Aber ja, weil die Sonne, man sieht, das Licht kommt von rechts. Ja. Auch beim Ohr sieht man es oder beim Hals. Genau. Ja, und dann stört mich das nicht so, wenn von dieser Seite dann noch ein bisschen mehr Helligkeit kommt, oder das Helle. Ja. Wenn es von links käme, bei seinem rechten Arm, dann würde es vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Gut, dann hättest du ihn anders positioniert. Ja, natürlich. Ja. Und das habe ich jetzt ein bisschen stärker bearbeitet, wie man sieht. Nicht unbedingt betreffend Haut und so weiter, das habe ich ja relativ dezent gelassen, auch die Narbe an der Stirn.
das gehört einfach dazu. Oder zu ihm habe ich gefunden, sondern mehr die Farben. Also ich habe das Blau mehr ins Cyan gezogen und das Gelb mehr ins Orange und das Grüne auch. Ich finde, das Grün ist nicht so mein Fall, wenn es so um bearbeitete Bilder geht, dass eine Wiese hat oder so mit Cyan zusammen. Das finde ich, das harmoniert nicht. Und dann ziehe ich das Grün meistens dann im Lightroom mehr nach Orange oder nach Gelb. Ja, sind ja auch nicht so die Komplementärfarben, die zusammen harmonieren. Das ist korrekt, ja. Mehr Orange und Cyan. Kurze Frage, oben links, hast du das noch abgedunkelt oder war das Nein, so? Nein, das war so. Das war so einfach mit der Farbbearbeitung. Ja. Weil das, da habe ich jetzt das Gefühl, ist der relativ stark, also relativ knallig, von der, einfach nur von der Farbe. Das war der Himmel. Das wäre hier, also rechts oben wäre das bei seiner linken Hand wäre das auch so gewesen, wenn die nicht dort wäre. Ah, okay. Also man sieht dass nach unten einen leichten Helligkeitsverlauf hat, heller wird. Das war so. Nein, das habe ich nicht. Wenn es mir recht ist, nicht einmal in der Helligkeit bearbeitet, sondern nur den Farbton verschoben. Sonst, also ich muss sagen, ich finde es vom Stil her, so das Cyan, das Blau gefällt mir sehr. Ich finde da finde ich es sehr passend, auch kein Grün. Was stört, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wieso du das ein bisschen rausgenommen hast. Es ist einfach die Sättigung, die du da rausgenommen hast. Nein, den Farbton. Den Farbton verschoben, ja, vielleicht noch leicht die Sättigung rausgenommen beim Gelb, aber vor allem der Farbton von Grün nach Gelb gezogen. Ja, aber das gefällt mir jetzt sehr, dass unten links die Wiese stört für mich jetzt nicht. Ich frage mich mehr ein bisschen von der Schärfe, also eigentlich der Schärfenverlauf finde ich sehr schön. Es hat so eine gewisse Diagonale durchs Bild, also von der Jeansjacke unten rechts zum Gesicht, so ein bisschen hochs. Ja, es ist sehr angenehm für das Auge, es harmoniert. Und auch die Aufmerksamkeit. Es ist halt bei 1,4 musst du die Schärfe versuchen. Das ist Problem, oder? Da muss man aber fast das ist der Reiz. Ich finde, das ist der Reiz am Bild. Dann hast du halt nur die Nase scharf und die Brille und mehr nicht, oder? Ja. Und hier ist halt das dunklere Glas scharf und das hintere schon wieder nicht. Darum siehst du das nicht so gut. Ja, genau. Und das ist so, das ist die Spannung und das finde ich so genial an den Bildern. Darum arbeite ich gern dann voll auf 1,4 und ansonsten wie mit dem 70-200 auf Blende 4. Dann blende ich ab, wenn ich mehr scharf möchte. Aber hier war es wirklich so, dass ich nur den vorderen Teil scharf wollte und ein Teil des Gesichts. Okay, ja. Aber finde ich auch so, muss ich sagen, sehr gelungen. Höchstens noch kleiner Punkt oben rechts, die Kette, die so halb drauf ist, könnte man jetzt um einen Millimeter rausschneiden oder retuschieren. Das finde ich fast ein bisschen schade. Oder ganz reinnehmen, wenn eher die Kette ein bisschen Das ist immer ein bisschen, das kommt je nach Bild, oder? Wo schneidest du genau? Ja, das ist dann passt. Das ist dann, weil links ist auch ein relativ harter Schnitt, aber nicht nur den Ellbogen, sondern so, finde ich, stört das weniger, weil der auch in der Unschärfe liegt. Wäre scharf, würde es mehr stören. Ja gut, aber mit dem Schneiden, das ist immer, ich finde es Geschmackssache. Mir gefällt es auch, den Kopf anzuschneiden oben bei diesen Bildern, die etwas näher sind. Viele sagen auch, das können sie nicht leiden. Man muss den Kopf immer auf dem Bild sehen, ganz, nichts abschneiden. Mhm. Das ist Geschmackssache, finde ich auch. Ja, aber ich finde, es kommt schon immer ein bisschen darauf an, wie das Gesamtbild an sich sonst wirkt. Was ist eine Pose, die das Model gerade macht, was für einen Bildstil willst du unterstützen. Ich finde, je nachdem kann es störend sein oder unterstützend. Hier finde ich es unterstützend, weil ich finde, hier musst du nicht den ganzen Kopf sehen, die Aufmerksamkeit wird sowieso eher von seinem Gesicht ein bisschen runtergelenkt und nicht nach oben. Das stört es mir, wenn du noch heller Himmel und so da weißt. Finde ich jetzt an sich gar nicht tragisch, dass oben abgeschnitten ist. Stört mich jetzt gar nicht. Finde ich auch gut, hast du auf der Höhe von der Hand, wo die Hand endet, abgeschnitten hast, dass da nicht noch mehr Himmel und so kommt. Also finde ich an sich eigentlich ein gelungenes Bild so, ja. Genau. Gut. Genau. Dann sind wir schon bei den vier Bildern. Genau. Vorbei, ja. Das wäre es gewesen, ja, mit unseren vier, oder je zwei Aufnahmen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir werden das Ganze auch noch einblenden, dass ihr die vier Bilder vielleicht auch nebeneinander seht. Und dann könnt ihr ein Feedback lassen unter dem Video. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wenn auch weitere Kommentare noch kommen, Verbesserungsvorschläge und so weiter, auch zum Shooting, vielleicht auch eure Meinung oder wenn ihr ein Shooting durchführt, was habt ihr für eine Planung, was habt ihr für Gedanken im Vorfeld und oder sonst Bilder posten und so weiter, schauen wir uns gerne an und nehmen sonst auch gerne
Verbesserungsvorschläge entgegen, wie schon immer, versuchen diese umzusetzen und ja, denke, genau. Das war's. Sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.